Zwischenzeitlich waren die Aktienmärkte ganz schön unter Druck, an der Wall Street vor allem. Und viele rätseln, ja, warum ist das eigentlich so? Was hat denn da Paul gesagt? Was hat die Fed gesagt, was in irgendeiner Form irgendwie gestört hätte, irgendwie negativ gewesen wäre? Und vielleicht kann man sagen, das entscheidende Momentum war, dass die Fed letztendlich gesagt hat, ja, okay, wir werden alles so beibehalten wie bisher. Und erstaunlich war ja, dass die Wall Street bisher überhaupt nicht wirklich reagiert hat, dass der Stimulus nicht kommen will durch die US-Politik, weil sich US-Demokraten und US-Republikaner einfach nicht einigen können. Also hat man wahrscheinlich gedacht, naja, da haben wir doch ein Ass im Ärmel, da haben wir so eine Art Sicherheitsnetz und das ist die Fed. Wenn die nicht Stimulus zustande kriegen, dann wird es eben die Fed richten, und die Fed hat gestern praktisch dem so indirekt eine Absage erteilt. Und so hat heute, wie ich finde, ein sehr intelligenter Analyst getitelt, wir haben wahrscheinlich Peak Fed gesehen. Sie kennen vielleicht ja noch den Ausdruck Peak Oil, also das Maximum an Ölförderung galt ja lange sozusagen als Dogma. Das ist der Hochpunkt, jetzt geht es bergab. Inzwischen haben wir eher ja eine Ölschwemme, aber haben wir jetzt Peak Fed gesehen, also die maximale Unterstützung, die die US-Notenbank bringen kann? Schauen wir uns mal an, was da Jerome Powell veranstaltet hat. Teilweise doch rote Vorzeichen, wie gesagt, das hat sich ein bisschen aufgehellt zwischenzeitlich, aber die Märkte, die bleiben durchaus turbulent. Da ist durchaus einiges an Bewegung, muss man sagen. Und hier habe ich dieses wunderbare Cartoon gefunden, wo Jerome Powell aus einem Zylinder eine Katze zaubert und sie in die Luft fliegen lässt und alle sagen, ja, er kann die Aktienmärkte anheben. Und da ist dann ein kleines Mädchen, das sagt, das ist alles eine Illusion, und vielleicht ist das eine Illusion. Vielleicht kann die Fed nicht dauerhaft zumindest die Aktienmärkte anheben, wenn der Abstand zur Realwirtschaft zu groß wird. Wir haben heute wieder eher mäßige Daten aus den USA gesehen. Wir haben nach wie vor weit über 800.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, über 13 Millionen Continuing Claims. Also da ist nach wie vor letztendlich trotz dieser vielen, vielen Billionen, die die Fed jetzt hier erzeugt hat, nicht so wahnsinnig viel passiert an zentralen Stellen der US-Wirtschaft. Und jetzt eben die Ansage, naja, erstmal passiert nichts. Peak Fed war auch gemeint von diesem Analysten im Sinne von, naja, da muss schon viel passieren, dass die Fed nochmal einschreitet. Es müsste also irgendein Schock kommen, irgendetwas Großes kommen, und dann denken sich viele, naja, wenn etwas Großes kommt, dann kann es vielleicht 5, 10, 20, 30% nochmal nach unten gehen. Das wird mir dann zu teuer. Da bin ich lieber erstmal raus aus dem Spiel. So eine mögliche Erklärung für das Geschehen der Aktienmärkte. Oder passiert schon, wenn wir jetzt weitere Aktienschwäche sehen, passiert dann schon, wie Sven Henrik hier sagt, ja, lass sie ruhig nochmal 5% fallen, dann werden die schon zu einer Einigung kommen, nämlich die Demokraten und die Republikaner. Hier ja Chief of Staff Meadows, der gesagt hat, ja, wir haben eigentlich keine Absicht, mit den US-Demokraten da nochmal zu sprechen, aber das wird für Trump eine enge Geschichte. Trump hat ja schon gesagt, ja, ich bin auch für ein größeres Stimuluspaket, weil er jetzt schlichtweg diesen Stimulus braucht, sonst wird es eng für ihn. Wir haben übrigens jetzt gesehen, und das zeigt, wie dieser Stimulus, dieser fehlende Stimulus jetzt schon reinwirkt, dass JP Morgan Chase sagt, ja, die Kreditkartenausgaben, die beginnen zu sinken. Es hat ein bisschen gedauert. Hier sehen wir, ab August flossen dann die Gelder ja nicht mehr so. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist die Tendenz wieder nach unten. Das heißt, der Konsum nimmt ab. Wir haben gestern ja schon eher mäßige US-Konsumentendaten gesehen bei den Einzelhandelsumsätzen. Also die Notwendigkeit wird jetzt stärker, und Donald ist jetzt wieder schwer aktiv und sagt, ja, die Demokraten, denen geht es doch nur um die maroden US-Bundesstaaten, die von den Demokraten regiert werden, die Menschen interessieren sie gar nicht, und überhaupt wollen die ja praktisch Wahlbetrug betreiben, indem sie eben diese Briefwahlzettel an viele, viele Amerikaner verschicken, in dem Kalkül, dass diese vielen, die vorher vielleicht nicht gewählt haben, dann die Demokraten wählen. Das sei Betrug, das müsse aufhören. Ist natürlich eine schwierige Geschichte, dass die US-Demokraten versuchen, möglichst viele Leute hier zu erreichen mit dieser Briefwahl. Deswegen ist Donald Trump dagegen sehr und sagt, lass mal stecken, empfiehlt dann eher den eigenen Leuten, geht doch mal zwei, macht Briefwahl und geht dann nochmal ins Wahlbüro, vielleicht merkt es keiner, und dann haben wir zwei Stimmen. Jetzt sagen die Trump-Anhänger, nein, hat er nie so gesagt. Naja, zumindest eine schwierige Aussage, die er da getätigt hat. Jedenfalls sehen wir, dass jetzt schon wieder der Zweifel am Ausgang der US-Wahl gesät wird. Das wird noch eine ganz, ganz heiße Kiste, diese Wahl. So viel zeichnet sich ab. Apropos Trump,
Der wird jetzt wohl in den nächsten 24 bis 36 Stunden entscheiden, was denn jetzt eigentlich ist mit diesem Oracle-TikTok-Deal. Da gibt es ja Opposition im Weißen Haus durch Navarro, durch Pompeo, die sagen, das reicht nicht, das ist eine Kooperation. Da ist nach wie vor eigentlich die chinesische Firma in der Oberhand. Das kann nicht sein, das war nicht die Absicht. Mal sehen, wie Trump sich hier entscheidet. Das wird auch für die Märkte relevant. Und wenn wir jetzt mal umschalten zum morgigen großen Verfall, vor allem in den USA, wo es um sehr, sehr viel geht, weil schlichtweg das Optionsvolumen ja so gigantisch groß ist. Hier sehen wir, dass wir da zwar ein bisschen abgebaut haben, aber es ist noch wahnsinnig viel Luft sozusagen bei diesem Gamma, also praktisch das Hedging, das die Broker betreiben mussten, weil eben die Privatinvestoren so immens viele Calls gekauft haben. Dann musste man sich oft über das Underlying abhedgen, musste also dann zum Beispiel eine Apple-Aktie kaufen, um das Risiko zu neutralisieren. Jetzt steht aber morgen der Verfall an. Dementsprechend brauchen die Broker dann das Risiko nicht mehr neutralisieren, könnten also das Underlying verkaufen, zum Beispiel eine Apple, vielleicht auch ein Grund schon für die heutige Schwäche. Und wie stark diese Privatinvestoren zuletzt zugelegt haben in Relation zum Gesamtvolumen des US-Aktienmarktes, sehen wir hier zum Beispiel hier die obere Grafik. Equity Trading Volume, ein Fünftel dessen, was am Aktienmarkt in den USA bewegt wird, passiert inzwischen schon durch Privatinvestoren, also 20%. Und im Optionsbereich sehen wir ebenfalls, wie die Dinge explodiert sind durch Privatinvestoren. Also die spielen schon eine gewisse Rolle. Die haben nicht die Hauptrolle, gewiss, aber sie haben dann in Kombination mit den Brokern, die darauf reagieren, eine gewisse Mechanik in Gang gesetzt, die doch durchaus nicht zu ignorieren ist. Ich hatte immer wieder diese Grafik gezeigt, die ist nicht mehr aktuell, oder dieser Chart ist nicht mehr aktuell vom S&P 500. Oben der Widerstand, unten die Unterstützung. Heute sind wir unten an die Unterstützung wieder gelaufen, nachdem wir gestern oben an den Widerstand angeklopft hatten. Also es ist nach wie vor diese spannende Geschichte. Es steht spitz auf Knopf. Ich hatte auch diese Grafik immer wieder gezeigt. Ich halte sie für wichtig, weil sie erklären könnte, warum die Märkte jetzt immer nervöser werden, weil sich möglicherweise abzeichnet, dass die Geschichte für Trump schwierig wird. Und man weiß eben nicht, was dann bei Biden kommt. Kommt dann vielleicht eine Elizabeth Warren als Finanzministerin? Das wäre für die Wall Street ein ziemlicher Super-GAU. Und Super-GAU auch das Stichwort für die Kreuzfahrtindustrie. Karneval hat jetzt gesagt, also wir werden im Prinzip bis mindestens Frühjahr 2021 alles absagen. Ich war neulich an der Elbe, das bin ich ja gelegentlich, wie Sie vielleicht wissen, und da fuhr ein TUI-Kreuzfahrtschiff vorbei und da war vielleicht eine Belegung von 1% würde ich schätzen, also das war fast gespenstisch. Ich war mir nicht sicher, vielleicht wird dieses Schiff nur einfach verlegt, aber es war Musik auf dem Schiff, aber das war sozusagen ein echtes Trauerspiel. Also wer an der Elbe öfter ist, der kriegt so ein bisschen ein Gefühl für die Kreuzfahrtindustrie und für die Schifffahrt im Gesamten. Jedenfalls sehen wir, dass gleichwohl der Dow Jones Transports Index jetzt auf dem Niveau ist, auf dem er schon mal im Jahr 2018 war, jedenfalls höher steht als vor Beginn der Corona-Krise. Erstaunlich. Und da sind ja so Kreuzfahrtunternehmen mit drin, Flug, Eisenbahn, all das, was sozusagen hier im Transportbereich tätig ist. Also das ist schon erstaunlich, dass dieser Dow Jones Transport sich so deutlich erholt hat. Und abschließend vielleicht noch hier nach Deutschland kommen, Wirecard. Hier ist jetzt bekannt geworden, dass mindestens 250 Mitarbeiter von Wirecard Bescheid wussten, dass eigentlich diese ganzen Zahlen nicht stimmen können, dass die Gelder gar nicht da sind. Das ist wirklich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat, dass dieser Skandal dann aufgeflogen ist, dass da vorher keiner praktisch Geständnisse abgelegt hat, Hinweise gegeben hat. Also das zieht jetzt immer größere Kreise. Der Personenkreis, der in diesem Scam involviert ist, wird immer größer. Man darf gespannt sein, was bei Grenke jetzt bei rauskommt. Und schauen wir uns abschließend mal die Charts an von Capital.com, meine Damen und Herren. Der ein oder andere hat ja schon geschrieben, gesagt, ja, warum sagt denn der Fugmann nicht mehr die Charts oder zeigt denn nicht mehr die Charts von Capital.com? Das habt ihr jetzt davon, jetzt habt ihr sie wieder, gell? Der DAX unbeeindruckt, als wäre nichts passiert, jetzt wieder im Bereich der 13.200er Marke. Was haben wir noch an Chart für Sie mitgebracht, meine Damen und Herren? Das war Wirecard, das wollte ich nicht zeigen, aber das ist hier Gold, naja, da ging es schon deutlich nach unten, hier so ein Doppel
Top könnte man sagen, 1944 noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Der Euro dagegen, der hat sich deutlich erholt und ist wieder deutlich über die 1,18er Marke gestiegen. Also haben wir den Hochpunkt der Fed gesehen, haben wir letztendlich jetzt so eine Art Desillusionierung der Märkte, die sich sagen, hey, von der Fed, da kommt nicht noch mehr. Das bleibt zwar gleich, keine Frage, aber es kommt jetzt nicht noch mehr. Das ist ja das, was wir vielleicht im stillen Kämmerlein gehofft hatten, auch als Ersatz für den fehlenden Stimulus der US-Politik. Und jetzt ist man eben verwundbar, wenn dieser Stimulus nicht kommt, denn das hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft, wie wir bei den Kreditkartendaten in den USA gesehen haben. Und morgen haben wir den großen Verfall, also Spannung bleibt erhalten. Ich gehe heute nochmal an die Elbe, meine Damen und Herren, und gucke für Sie den Schiffsverkehr allergenauestens an, werde dazu allerdings ein bayerisches Gerstengetränk genießen und wünsche das Allerbeste. Bis dann, Servus und Ciao.